Hallo meine Beauties, ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. In diesem Video erwartet euch so einiges gemischt von allem etwas. Ich habe einige Produkttester hier bekommen, PR-Pakete quasi. Und dann habe ich noch in Rossmann, in DM eingekauft und da zeige ich euch noch ein kleines Geschenk. Naja, klein, für mich ist es schon was Besonderes, was ich von meiner Tochter bekommen habe. Geht auch so Richtung Drogerie und ich würde sagen, starten wir doch direkt los. Schön, dass ihr hier dran geblieben seid zu meinem heutigen Video. Falls du hier ganz neu bist, ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du zu meiner Community gehören würdest und auch hier bleiben möchtest. Aktiviert die Glocke, abonniert meinen Kanal, das kostet euch nichts und für mich wäre das eine riesengroße Unterstützung. Beim Gefallen gerne einen Daumen hoch, kommentiert, falls ihr so Fragen habt oder einfach was loswerden möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns halt ja dort weiter unterhalten. So, wir starten direkt los, damit es nicht so lange dauert. Das sind halt ein bisschen mehr Produkte. Ich habe 1, 2, 3, 4 Pakete bekommen zum Testen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und zwar darf ich was hier von L'Oreal, das neue Setting Spray, hier testen, was 36 Stunden halten soll. Das ist schon der Knaller. Und das ist diese L'Oreal Infallible, ich hoffe, ich spreche das richtig raus, 3 Second Setting Mist, ne? Und das ist so ein sehr schnell, das ist ein schnell trockener Gesichts-Face-Spray und komplett durchsichtig und fixiert halt das Make-up. Das habe ich jetzt die Tage jetzt hin und wieder mal getestet. Heute mache ich diesen Langtag-Test und ich gucke mal, wie der ist. Ich hoffe, ich denke mal dran, um euch dann vielleicht eventuell hier reinzuschreiben, wie der ist und ob er was hält, was er verspricht. Das nächste, was ich noch testen darf, ist was für die Wäsche und von Perwoll Color Waschmittel Renew, Reinigsaft, erneuert die Farben und Faser für alle farbige Textilien. Genau, den werde ich auf jeden Fall mal testen, kommt dann in meinen Waschkeller. Dann habe ich hier Brands You Love, da habe ich noch ein Päckchen bekommen. Das sind verschiedene, ne? Ich habe verschiedene Marken, Modelle und verschiedene Firmen, von denen ich das so zum Testen erhalte. Ja, dann habe ich hier die Garnier Fructis, diese Lockenmethode, die ganze Reihe bekommen. Tut mir leid, hier ist gerade ein bisschen laut gewesen. Ja, und diese Lockenmethode-Reihe habe ich jetzt hier. Das darf ich jetzt testen. Ich habe es mal... Dann starten wir mit diesem Pre-Shampoo, was man auf das nasse Haar auftragen kann. Das muss man 5 Minuten einwirken. Ich habe mir mal kurz durchgelesen, bevor ich das euch zeige. Genau, das ist für alle Locken, für alle Wellen. Ich habe eher so wellige Stufe, glaube ich, 2 war das oder so. 1, 2, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das Feuchtigkeit geben und dass die Spitze nicht so austrocknen, schon mal ein bisschen Feuchtigkeit in den Haaren geben. Das ist halt sehr wichtig bei Locken und bei Wellen. Dann wird natürlich die Haare gewaschen. Da gibt es einen passenden Shampoo. Der wird wie die anderen Shampoos einfach ins feuchtes Haar eingegeben und einmassiert und abgewaschen. Und die sind hier alle mit Hyaluron und Shea Fettsäuren. Ja, jeder hat so verschiedene Prozentzahl, wie viel von Hyaluron und diese Fettsäuren dabei ist, gell? Dann geht es hier weiter mit der Maske bzw. Leave-In kannst du auch verwenden. Und genau, der hat ebenfalls diese Hyaluron und Shea. Die sind ganz ohne Silikone und für bessere Hautgefühl, genau. Hautgefühl vor allem, Haargefühl. Also hier wirklich total hier professionell. Dann haben wir das Lockmethoden Feuchtigkeitsbooster und der ist halt als letzter Schritt, ja, und den kannst du direkt für Styling benutzen, so wie auch zwischendurch kannst du deine Locken sozusagen schon mal stylen und reinrollen, ne? Ja, da lese ich mich mal durch. Ich habe jetzt nur grob durchgelesen, was es macht und so weiter. Ich habe noch ein Paket mit Haarprodukten bekommen. Ich mache das erstmal an die Seite. Da habe ich noch was von Henkel bekommen. Und zwar habe ich hier so ein Styling-Teil hier bekommen. Also da stehen hier
hätte ich entweder Volumen haben können oder diese Team Ultra. Und ich habe mich für Volumen entschieden. Da sind 4 Produkte dabei. So, oder 3? Nee, 3. Hier haben wir auf jeden Fall einmal das Haarspray für Volumen. Dann haben wir hier Volumen Schaum. Die werde ich, wie gesagt, alle mal durchtesten und dann kann ich euch sagen, ob ich die empfehlen kann. Und sowas werde ich meistens, falls euch sowas interessiert, in Insta, manchmal auch TikTok, je nach Lust und Laune, vielleicht auch mal als Short auf YouTube. Ich gucke mal, wie ich das zeitlich schaffe und wie ihr Interesse habt. Schreibt mal in den Kommentaren, was euch so besonders interessiert, was ich vielleicht auf YouTube euch reviewen kann, weil nicht jeder hat Insta oder TikTok. Schreibt mal gerne einen Kommentar. Da würde ich auch natürlich auch für YouTube was machen. Dann geht es hier weiter mit Rossmann und in DM. Da habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Das zeige ich euch mal. Als ich in Rossmann war und auch später in DM, habe ich gesehen, sie haben schon die Essence, das neue Sortiment, das Make-up-Sortiment, falls es euch interessiert. Da war nicht mehr so viel da als ich. Da war ich war so froh, dass ich überhaupt was bekommen habe. Das zeige ich euch gleich. Und da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Kurzvideos dazu drehen. Dann könnt ihr immer schauen, wie ich die finde oder vielleicht auch ein komplettes Video. Das ist nicht das komplette Sortiment da gewesen, so ein kleiner Aufsteller. Ich blende euch irgendwo hier ein Foto ein, falls ich noch nicht gemacht habe oder ein Video. Habe ich auch so ein bisschen mitgedreht. Ja, wie gesagt, da waren ein paar Sachen schon weg, diese flüssige Blushes und die Highlighter. Ja, sonst hätte ich die mir auch gekauft, um mit euch zu testen. Dann hat meine Tochter sich einen Tee ausgesucht. Winterpunsch, glaube ich, ne? Winterpunsch, Früchtetee. Ja, genau. Dann war bei uns leer geworden. Für zu Hause einfach mal so zum Malen. Mein Sohn hat sich schon letztens gewünscht. Ich war in Action, die hatten sowas halt gar nicht. Nur so Acrylfarben. Und ich würde einfach mal so stinknormale Wasserfarben fürs Zuhause. Reicht das vollkommen? Genau, das habe ich gekauft. Das sind sogar 24 Farben mit Deckweiß. Ja, für meine kleine Künstler zu Hause. Dann, was habe ich noch dort gekauft? Ach ja, genau. Da habe ich Lenore gekauft. Und ja, das ist mein liebster Duft. Den mag ich so gerne. Das ist diese Relax, glaube ich. Oder war das? Ich glaube, das hatte ich jetzt letztens auch schon gehabt. Ah, ja, ich liebe den Duft. Also Lenore, könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber Lenore hat nun mal die besten Weichspüler. Ich habe schon viele ausprobiert, aber keiner kommt an Lenore ran. Dann habe ich Deo mir genommen, weil es einfach günstig ist. Ich brauche da keine besondere teure Marke. Mir reicht auch schon die ganz normal. Wenn nicht das ein günstiger wäre, hätte ich es war gerade so dunkel auf von Eigenmarke, ne, geholt. Und das ist Fahraktiv mit frischem Rosenduft. Antitransparent, das war mir halt sehr wichtig. Kann ich da was schon riechen? Oh, die Rolle geht aber schwer. Ah, jetzt. Der riecht aber echt schön. So frisch, frisch blumig, ne? Würde ich ihn beschreiben. Sehr schöner Duft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gefällt mir auf jeden Fall. Gefällt mir. Dann, ich glaube, jetzt kommen wir zu Essenssortiment. Ja, genau. Da fange ich einfach mit Essens an. Ist gerade zu dunkel, oder? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ihr könnt mich gut sehen. Ja, aus dem neuen Aufsteller habe ich mir ein paar Sachen gekauft, auch heute schon benutzt. Ich habe gerade ein Kurzvideo gedreht. Vielleicht habt ihr es schon gesehen oder ihr werdet es noch sehen. Mal schauen, wie ich was vorher zeitlich schaffe, weil heute ist bei mir Drehtag. Ich habe vorhin auch ein Parfümerie-Haul gezeigt und gedreht. Dann habe ich noch eine Action-Tüte da, das, was ich noch abfüllen möchte und halt heute das, Drogerie. Ja, ich hoffe, ich habe nichts verwechselt und nichts vergessen. So, fangen wir jetzt eigentlich an. Hier habe ich den Blush Crush geholt. Das gab es bei uns zumindest in 2 Farben. Ich habe die 20 Deep Rose. Ja, ich habe es natürlich schon benutzt. Und ja, ihr werdet später nochmal ein Review dazu sehen. Da werde ich auf jeden Fall ein extra Video machen. Dann habe ich noch von Essence diesen neuen Magic Filter Glow Booster. Auch heute schon verwendet. Werdet ihr auch bald mein Review dazu sehen. Falls ihr das schon noch nicht gesehen habt, kommt auf jeden Fall auch. Ich habe die Farbe, die gab es bei uns, glaube ich, bei uns zumindest im Laden 3 Farben. Ich glaube, die hellste. Ja, das war die 10 Light. War auf jeden Fall die hellste Farbe. Dann habe ich 2 Lipglosse hier geholt.
Das war einmal diese Meta Glow Multi Reflective Lip Gloss. Wie gesagt, die habe ich alle schon getestet. Kommt alles, ne? Ich wiederhole mich. Und das hier von Essence nochmal der Superbalm Glossy Lip Treatment. Das ist halt Pflege und Lipgloss in einem. Die gab es auch nur in diesen Farben bei uns. Ich weiß nicht, ob sie auch in anderen Farbtonen später gibt. Den möchte ich mal demnächst testen. Ich finde die Farbe so cool. Das ist diese Juicy Scent. Ein Glossy Jelly Nail Polish. Und die Farbe habe ich mir ausgesucht. Hat mich einfach angesprochen. Die gab es noch in so einem Rot, so Feuerrot. Und einmal diese Pflaumen, ne? Pflaumenlila. Summer Splash heißt die Farbe hier, ne? Nagellack mit leichtem Deckkraft und fruchtigem Duft. Das wollen wir mal riechen. Fruchtigen Duft. Weiß ich nicht. Ich rieche nur Nagellack, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es später riechen, aber ich rieche nur den Nagellack. Dann, von Essence gibt es wieder neue Produkte, der Slim Stick. Und das ist halt Lippenstift in so ein dünnen, genau, Auftrag, Applikator, wie auch immer das heißt. Also der Lippenstift ist hier richtig dünn und ja, das könnte so eine Alternative zu etwas teuren Produkten sein. So, meine Süßen, dann habe ich, glaube ich, zwei Augenbrauprodukte mehr geholt, weil meine so langsam leer werden, brauche ich etwas für Backup. Von River Loves Me den Slim Brow, den gibt es schon etwas länger, der hat sehr dünne Mine. Kann ich euch gerne mal zeigen. Wirklich dünn, ne? Ja, den habe ich auch heute schon verwendet. Da, ich muss ja wissen, was ich kaufe. Den möchte ich auch mal demnächst ausprobieren. Und zwar ist es dieses Dramatic Kohl Kajal. Nee, das war kein Augenbrauprodukt. Ich habe mich irgendwie jetzt vertan. Ich dachte, das wäre jetzt Augenbrau. Nee, das ist ein Kohl Kajal. Den kann man hier verblenden. Weiß nicht wieso, ich dachte, das wäre jetzt ein Augenbraustift. Ist nicht schlimm, kann ich auf jeden Fall auch benutzen. Und ist so ein Stift zum Aufspitzen. So, jetzt kommen wir zu DM. Da habe ich nur drei Produkte gekauft, weil ich das gar nicht irgendwie bei uns in Rossmann gesehen habe. Habe ich gedacht, oh, bei Catrice Abteilung habe ich zwei. Diese Monolidschatten, die neu sind. Ich hätte alle drei gerne gekauft. Ich habe aber nur die zwei bekommen. Einmal das grüne, diese Chrome Eyeshadow. Dies wollte ich mal direkt mit euch zusammen. Ich konnte es natürlich nicht sein lassen. Okay. Und ich swatche das zum ersten Mal. Also bitte wundert euch nicht, wenn ich hier so ein bisschen eskaliere. Boah, Wahnsinn. Die sind ja schön. Ich weiß nicht, ob das man in der Kamera gut sehen kann. Boah. Schön, auf jeden Fall geil. Ich freue mich, dass endlich auch hier die Drogerie so Chromes und diese Chromes Lidschatten haben. Ich feiere sowas. Dann gab es da reduzierte Ecke von ziemlich vorne Putz an der Kasse von Garnier Sonnencreme Sensitiv. Und ich meine, es gibt sowas fürs Gesicht, also die kleine Flaschen. Das ist so teuer, 30 Milliliter. Die haben jetzt den Preis erhöht. Und das hier ist ebenfalls auch sensitiv, ne, was ich sonst gerne immer gekauft habe. Und hier sind 125 Milliliter und halt euch fest, ist auch fürs Gesicht gedacht. Also könnt ihr auch holen. Ja, genau, den werde ich auf jeden Fall in mein Backup machen. Das ist mit Ceramiden sogar eingereichert. Schön. Sofortiger Schutz der Hautbarriere für Gesicht und Körper. Hautverträglich und wasserresistent. Also das ist sehr, sehr gut. Werde ich auf jeden Fall behalten. 50, das ist das, was ich immer benutze. Ich benutze jeden Tag Sonnenschutz. So, Drogerie-Haul ist jetzt zu Ende. Jetzt zeige ich euch, was meine Tochter mir geschenkt hat. Die süße Box hier. Und ja, da zeige ich euch mal. Sie hat gesagt, Mama, du darfst auch gerne zeigen. Ich habe sie nämlich natürlich vorher gefragt. Und da hat sie noch einen Zettel reingemacht. Das ist süß, oder? Sie hat selber gekauft. Also ich habe sie irgendeinen Auftrag gegeben. Sie kam selber dahin und kam mit den Produkten eingepackt. Sie hat gefragt, Mama, hast du irgendeine leere Box? Da habe ich mir nächste Mal gedacht, ja, nehmt ihr bitte nicht, ne? Und dann kam sie mit dem vollen Inhalt. Und ja, da kam so einiges für die beste Mutter der Welt. Oh, ja. So, dann zeige ich euch
was sonst dabei war. Ein Haarband, also zum Schminken, Abschminken, was man gerade so Lust hat. Und sie hat mir so viele Masken gekauft. Sie hat nämlich gesehen, ich habe so eine große Tasche und im Badezimmer. Und sie sieht halt, ne, wenn es irgendwann mal leer wird und immer weniger wird, ne, und dann merkt sie, oh, Mutti braucht bald Masken. Und sie hat mir so süße Masken gekauft, die zeige ich euch. Süß, ne? Wenn die Kinder sich darum kümmern, dass Mama genug Gesichtsmasken hat. Goldig. Oder die meisten, glaube ich, habe ich hier noch gar keine Erfahrungen noch nicht getestet. Ich bin mal gespannt. So, hier habe ich auf jeden Fall für die Lippen eine Maske. Ich meine, ich weiß, wo sie es gekauft hat, aber es geht mir um Prinzip und das finde ich total süß. Ja, das hat sie mir auf jeden Fall geholt. Dann nochmal Augenmasken, die habe ich halt schon mal gesehen und mir aber noch nicht gekauft. Und das ist so süß, oder? Guck mal, sie weiß, ich habe es mir einmal angeschaut, überlegt, soll ich oder soll ich nicht. Und sie hat es gesehen, Mama hat es nicht gekauft und hat sie sich gut gemerkt. Dann der Mask Doctor, das ist eine meiner liebsten Maskenmarke aus Action. Hat sie mir eine Ceramidenmaske gekauft. Dann hat sie mir hier ein Set gekauft. Ich habe schon ausgepackt. Ich habe es vorher schon natürlich angeschaut, was sie mir gekauft hat. Und ja, genau, da war halt so ein Set. Das war halt noch mit dabei. Da waren, hingen die Öhrchen hier irgendwo draußen. Süß, oder? So ein Leoparden. Das habe ich auch schon öfters mir angeschaut. Ich finde das auch perfekt zum Verschenken. Hier haben wir halt mehrere Masken. Sind 4 Stück dabei. Und genau. Ja, und sie haben selber auch die Motiven auf der Maske drauf, ne? Hier haben wir einmal mit der Schlange, dann haben wir hier Zebra, ihr habt es ja schon selber gesehen, Leoparde und das war Reptilien irgendwas, ne? Ja, nee, das war Krokodil, nicht Schlange, gell? Dass ich das falsch gesagt habe. Total süß, oder? Und. Hier, genau, guck mal, ich glaube, da war noch eine Spange, habe ich die vergessen reinzumachen. Da war auf jeden Fall noch so 2 Spangen und da hat sie mir noch die Lidschatten reingelegt. Sie hat das auch, glaube ich, von jemandem mal bekommen und die hat das so einer Mutti weitergegeben. So eine süße kleine Palette, auch perfekt für die Handtasche, oder? Geil, ey. Ist auch der Pfirsich-Farbton dabei. Schön. So. Dann haben wir weitere Masken. Ah, nein, da ist die Spange. Da sind die ja. Genau. Darf ich benutzen, ne? Also, sie darf das natürlich mitbenutzen. So ist es nicht. Dann habe ich hier, wie gesagt, weitere Masken. Auch von diesen alle von Action. So schön. Schneewittchen. Und das hier. Das ist so eine Face Mask mit gleichzeitig fürs Hals. Hatte ich meinen Grün gehabt und das soll hier mit Pfirsich-Essenz so sein, ne? Vitaminkomplex. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Produkte, auf die Tests. Oder? Ah, wenn man so Kleinigkeiten, naja, das ist eigentlich keine Kleinigkeit, das ist schon mehr als Kleinigkeit, wenn deine Tochter dir sowas schenkt mit eigenem Geld und sich so auf den Weg macht und der Mutti eine Freude macht. Oh. Ja. Ist halt eine Erinnerung, falls ich in ein paar Jahren mir wieder das Video mal anschauen sollte. Und ja, ist auf jeden Fall eine tolle Erinnerung. Meine Lieben, meine süßen Mäuse da draußen, ich bedanke mich, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ganz liebe Grüße, eure Lara. Tschüss!